Hallo, ich begrüße dich zum Start in Kalenderwoche 38. In dieser Woche kommt Manuel Woppmann zu uns. Er kommt Probe arbeiten. Er ist gelehrter Landwirt und kommt mal schauen, wie das so läuft bei uns im Gartenbau. Auch in dieser Woche, und zwar am 22. und 23. September, das heisst am Donnerstag und am Freitag, haben wir einen Kurs bei uns auf dem Kaiserhof. Der Kurs heisst Bin to Field, also Building Information Modeling ins Feld übertragen. Da kommen rund 20 Landschaftsarchitekten, Gartenbauführer, Gartenbauunternehmer und auch Projektleiter zu uns, um an diesem Kurs teilzunehmen. Im Kurs zeigen wir den Umgang mit dem Tachymeter, GPS, Drohnen und 3D-gesteuerten Maschinen. Man kann dort erfahren, wie es so ist mit diesen digitalen Modellen und den 3D-Daten, wie man die auf die Maschine bringt und wie man die Geräte effizient und gewinnbringend einsetzen kann. Den Kurs haben wir zusammen mit der Ostschweizer Fachhochschule, dem BIM Lab Ost und mit Jardin Suisse organisiert. Ein Teil dieses Kurs wird im Mitarbeiterraum stattfinden, bei uns im Magazin. Und wir werden bei wüstem Wetter auch dort zu Mittag essen. Ich bitte dich, am Donnerstag und am Freitag den Mitarbeiterraum jeweils nur gerade am Morgen früh und am Abend spät zu benutzen. Und wenn du im Kaiserhof zu Mittag essen willst, geh doch ins Büro rüber. Im Besprechungszimmer im ersten Stock hat es genügend Platz noch für dich. Gut, und dann kommen wir zum Wochenthema. Der Michael Portmann und der Ruben Hefeli haben eine neue Kursreihe kreiert für Hodl & Partner. Sie haben verschiedene Themen für eine Kursreihe definiert, die in den nächsten Monaten bei uns auf dem Kaiserhof werden stattfinden. Der erste Kurs ist jetzt ein Kurs zum Thema Rasen. Und der Ruben und der Michael erklären dir, wie das geht. Das Ziel hinter diesem neuen Projekt ist, dass wir etwas mehr Leute zu uns auf den Kaiserhof bringen können, bestehende Kunden wieder etwas näher an uns heranbringen, aber auch etwas mehr Reichweite für neue Kunden generieren. Das Thema des ersten Kurs ist alles rund um die Rasenpflege. Wir werden dort 4 verschiedene Posten haben, wo es einfach ums Rasenmähen geht, Rasen vertikutieren, Rasen düngen und die ganze Rasenpflege bezüglich Unkrautbehandlung. Ja, also der erste Kurs ist am Samstag, 22. Oktober, und zwar am Vormittag. Das bedeutet, wir starten etwa um 8:30 Uhr und es wird dann gehen bis ungefähr vor dem Mittag. Und zwischendrin wird es sicher auch noch Kaffee und Gipfel geben und so Zeit auch für einen lockeren Austausch miteinander. Auch eines unserer Ziele ist, können den Kunden oder den Teilnehmern zu zeigen, was ist realistisch ist, dass sie selber im Garten machen. Vertikutieren von kleinen Flächen können sie gut einmal mit einem Handvertikutiergerät machen. Aber sobald es grössere Flächen sind, dort, ist auch das Ziel, um ihnen zu zeigen, dass es da Sinn macht, einen Fachmann zu holen. Es zielt wirklich auch ein bisschen darauf ab, am Kunden Vorteil zu zeigen, wo holt man den Profi, was kann ich selber machen. Du kannst uns unterstützen, indem du Werbung machst für die ganze Geschichte. Wir haben bereits in verschiedenen Gemeinden an Einfamilienhausbesitzer Flyer verschickt. Wir haben Social Media bereits eine kleinere Werbekampagne gestartet, werden dort aber sicher noch mehr Gas geben. Du kannst uns unterstützen, indem du das in deinem WhatsApp-Status teilst, deinen Bekannten erzählst, aber sicher auch etwa mal einen Flyer verteilst, den wir hier bei uns im Büro haben. Und aber auch im Mitarbeiterraum noch ein paar Werte auflegen. Ja, es hat Platz für 50 Teilnehmer Maximum. Also, wenn du Leute kennst, wo du weißt, die interessiert das Thema mega, der schneller ist, der geschwinder. Also, leg jetzt los mit Werbung machen. Danke vielmals an Michael und Ruben für euer Engagement und das Kreieren von dieser Kursreihe. Und natürlich wünschen wir uns jetzt ganz viel Erfolg und viele Teilnehmer jetzt an dem ersten Kurs, dem Rasenkurs. Jetzt liegt es nämlich noch an dir, dass du Werbung machst in deinem Umfeld, deiner Familie, deiner Verwandten, deiner Bekannten für diesen Kurs hier. Wir werden dir dann auch noch ein paar digitale Unterlagen zukommen lassen, dass du das kannst in deinem WhatsApp-Status oder auf deinen Social-Media-Plattformen bekannt machen. Gut, und dann kommen wir wie immer an dieser Stelle zu den Bildern und Videos von den Baustellen und Gärten der letzten Woche.
So, und das wär's gewesen. Jetzt wünschen wir dir einen ganz erfolgreichen Start in die neue Woche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!